Hallo Dujan. Guten Tag. Ihr habt euch im aktuellen Heft mit Netzwerk-Troubleshooting auseinandergesetzt. Mhm. Diesmal geht es nicht so sehr um das Thema WLAN und drahtlose Verbindungen, sondern, ich sag mal, richtige Netzwerkkabel und ähnliche Verbindungen. Wo sind denn da eigentlich die typischen Probleme heutzutage? Ach, das fängt also im Kleinen an im Prinzip. Der Punkt ist, dass man das nicht auf Anhieb immer sieht. Man hockt halt vor der Kiste und denkt, Mist, jetzt geht wieder nichts, bloß weil das Internet nicht geht oder weil das LAN nicht geht. Denkt man, dass der ganze Computer überhaupt nicht mehr brauchbar ist, ist so. Und dann rauft man sich erstmal die Haare. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann stellt man häufig fest, okay, das Problem betrifft überhaupt nicht die Software, es liegt nicht am Browser, es liegt irgendwo eine Schicht drunter oder noch eine Schicht drunter. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen erstmal sicher gehen, dass wir im Heimnetz, dass die untersten Schichten funktionieren. Und wenn das gewährleistet ist, dann erst kann man sagen, okay, jetzt ist alles funktionierend. Jetzt kann man, falls immer noch irgendeine Anwendung nicht geht, dann kann man in der Anwendung anfangen, den Fehler zu suchen. Aber vorher sollte man gewährleisten, dass die Netzverbindungsschicht, dass die funktioniert. Und also mit den Schichten meinst du dieses OSI-Schichtenmodell sozusagen? Genau, das dann genau, bis runter die Netzwerkebene geht. Das muss jetzt nicht jeder so nennen. Das Wichtige ist, dass halt die Geräte untereinander sich unterhalten können, dass die Kabel funktionieren. Darum geht's. Mhm. Und um die Prüftechniken. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, also typischerweise, wenn ich feststelle, huch, ich komme nicht ins Netz, dann ist der erste Weg, oder nicht ins Internet, dann ist mein typischer erster Weg, erstmal meinen Router anzupingen. Wenn ich da noch drankomme, denke ich, okay, dann weiß ich, dass das Internet hat irgendwie ein Problem, aber lokal scheint noch was zu funktionieren. Wenn ich an den nicht mehr drankomme, dann fange ich mir normalerweise an, Sorgen zu machen, dass irgendwas nicht ganz so läuft, wie es sollte. Mhm. Dann hilft ganz oft bei mir auch schon mal, ja, Windows neu starten oder einen Rechner neu starten, weil, keine Ahnung, irgendein Update-Quergang hat. Aber spätestens danach, muss ich sagen, wenn das nicht funktioniert, dann fängt es bei mir auch an, Haare raufen, wie du eben so schön gesagt hast. Genau, ja. Und dann wüsste ich jetzt gar nicht, ja, wie fange ich an? Typischerweise Kabel mal rausstecken, Kabel wechseln wäre so das allererste, wenn ich das überhaupt kann an irgendeiner Stelle. Also wir empfehlen einmal grundsätzlich diese Prüfroutinen durchzugehen und am einfachsten ist vielleicht notieren, wie das Netz aussieht, wie das aufgebaut ist. Erstmal grundsätzlich prüfen, sind die Kabel diejenigen, die ich auch wirklich brauche? Sind sie geschirmt? Eignen sie sich für Gigabit Ethernet? Also ist das Cat5e oder vielleicht sogar ein bisschen besser? Und wenn die Punkte alle abgearbeitet sind und man die alle erfasst hat, dann kann man sich an die nächsten Schwierigkeiten ranmachen. Sonst hat man immer so das Problem, mal geht was, dann geht es wieder nicht. Typisches Problem, wenn die Abschirmung nicht in Ordnung ist. Und dann sieht das zwar so aus, als würde die Software spinnen oder Windows hat eine Macke, aber de facto liegt es noch eine Ebene drunter. Deswegen empfehlen wir einmal, sich darüber zu vergewissern, sind all diese Verbindungen in Ordnung, habe ich korrekte Verkabelung und dann erst, wenn das geklärt ist, dann erst sich den Rest anzugucken. Das kann man sich auch einfach mal irgendwo aufzeichnen, wie das Netzwerk aussieht, diverse Netzelemente, ob es jetzt Switch ist oder Access Point, die alle einzeichnen, wie sie sind. Und dann am günstigsten, meiner Meinung nach, eine Tabelle anlegen und wenn man irgendwo eine Macke hat, Punkt für Punkt prüfen. Immer ein Element austauschen und gucken, hat das was gebracht oder nicht. Und das alles in der Tabelle erfassen. Und wenn ich am Ende selber nicht weiterkomme und dann doch irgendwie einen Spezialisten rufen muss, dann kann ich ihm schon mal diese Tabelle geben. Die ist dann ja strukturiert im Idealfall und daran kann er sich entlanghangeln, ist dann viel schneller bei der Suche und beim Problemlösen. Und wenn man das nicht hat, muss er sich erstmal selber ein Bild machen, wie das Netz aufgebaut ist. Dann hat er vielleicht nicht alles gesehen. Wenn es ein mehrstöckiges Haus ist und man hat da diverse Access Points und hier Powerline und da Gigabit-Leitungen und so, das kann schon unübersichtlich sein. Und darum ist es nützlich, erstmal einen Plan zu machen, wie sieht das LAN überhaupt aus?
Wo ist welches Gerät, wo ist welches Kabel drin, wann habe ich es zuletzt geprüft? Es können ja auch Ermüdungsbrüche drin sein, wenn man irgendwie Kurven unter den Fußleisten um die Ecken ziehen muss. Kann immer mal was passieren. Deswegen erstmal sowas prüfen. Brauche ich, wenn ich, also es gibt ja so Netzwerkprüfer, ne? Die kann ich ja im Prinzip an mein Netzkabel anschließen und dann irgendwas damit machen. Brauche ich da viele Vorkenntnisse oder lohnt sich das, ich sag mal, für den Ja, Netzwerknormalo sowas zu benutzen? naja, also man sollte schon ein bisschen Know-how mitbringen, um die richtig lesen zu können, die Ergebnisse. Und außerdem kosten sie auch Geld. Wir haben deswegen absichtlich diese verschiedenen Seiten haben wir dargestellt. Man kann ganz, ganz viel, kann man auch ohne Netzwerk-Know-how und auch ohne Netzwerkprüfgeräte, kann man selber zu Hause lösen, ohne überhaupt wirklich Ahnung zu haben von Netzwerken. Aber das geht halt nur bis zu einem bestimmten Grad. Und deswegen empfehlen wir Profis, die sich tagtäglich damit befassen, wirklich ein Prüfgerät sich zu ordern. Die Besseren können dann auch, wenn Kabelbrüche drin sind, auch ungefähr die Strecke nennen, auf der dann der Bruch diagnostiziert worden ist. Und damit kommt man halt viel, viel weiter, als wenn man jetzt nur die herkömmlichen Ausschlussmethoden verwendet. Ausschließen heißt, entweder habe ich ein Ersatzgerät, mit dem ich prüfen kann, ist das Gerät defekt oder Ersatzkabel, oder ich versuche zu überbrücken. Das sind so die einfachsten Möglichkeiten. Und damit kommt man schon sehr weit. Aber wenn es dann detaillierter sein muss und wenn man es immer wieder machen muss als Spezialist, der sich täglich damit befasst, dann sollte man gucken, ob man eines der Prüfgeräte nimmt. Ihr stellt in einem Artikel auch so Netzwerkmonitore für Smartphones vor. Ist es so, dass man sich damit irgendwie einschränkt oder ist es heutzutage eigentlich die viel praktikablere Lösung, als sich quasi typischerweise die Netzwerksuiten auf dem Rechner zu ziehen? Ja, ich würde sagen, das ist eine prima Ergänzung. Wenn man sowieso schon mit diesen Netzwerktools arbeiten kann, dann weiß man ja im Prinzip, wie sie funktionieren und worauf man achten muss. Und all diese Funktionen, die Analysefunktionen, bringen ja erstaunlicherweise die kleinen Apps mit. Und nicht nur eine, sondern Dutzende davon. Es ist vielleicht ein bisschen blöd, dass die jetzt nicht alles abdecken, was denkbar ist. Dafür ist der Bereich aber auch zu groß. Also nimmt man sich halt mehrere von diesen Anwendungen und man ist damit einfach schneller. Man kann es einfach, auch wenn man bei einem Bekannten ist und der hat irgendein Problem und man kennt sich zufällig mit Netzwerken aus, zieht man dieses Analyse-Ding aus der Hosentasche und macht mal eben seine Prüfungen. Man muss dazu nicht seinen Laptop dabei haben und schon gar nicht seinen Desktop-PC, um die grundlegenden Tests machen zu können. Das ist das Spannende und Schöne daran. Und es gibt ein Riesenangebot. Einige sind gratis. Bei anderen muss man sich entweder Werbung dazu angucken, also Seitenfinanzierung, oder man kauft halt Vollversionen und kauft sich so von den Werbungen frei. Aber ja, die leisten richtig viel und manche auch sehr übersichtlich. Also kann ich sehr empfehlen, hätte ich vorher nicht in dieser Güte erwartet. Okay, ja, cool. Ist auf jeden Fall dann ja ein Blick wert. Dann habt ihr, was nicht ganz typisch für CT ist, einen Quiz tatsächlich in eurer Artikelstrecke untergebracht. Wie ist das dazu gekommen? Naja, man kann sagen, das sind zwei Kaninchen in einem Hut. Das ist eine Zusammenarbeit mit Johannes Weber, ein Netzwerkadministrator, der damit tagtäglich sein Geld verdient. Und im Prinzip ist dieser Artikel, ja, sind zwei Kaninchen in einem Hut. Einmal wirklich der zweite Teil vom Quiz, da stehen die Auflösungen drin, sämtliche Antworten sind da jetzt drin. Aber es steht auch drin, wie man zu diesen Antworten kommt. Und das finde ich das eigentlich Schöne dran. Es ist ein kleiner, aber wirklich auch guter Wireshark-Kurs. Also wer noch nie mit Wireshark zusammengearbeitet hat, wer es noch nicht benutzt hat, kann da so in Grundzügen lernen, wie man Filter setzt und wie man mittels dieser Filter sich der Lösung Schritt für Schritt nähert. Und Wireshark ist eine coole Sache. Man kann wirklich bis auf das letzte Bit in den Protokollen herunterschauen. Und
nicht nur die Bits sehen, sondern man kann sie sich auch interpretieren lassen. Und wenn man ein bisschen vertraut ist mit den einzelnen Protokollen, dann kann man daraus schon sehr viel lesen. Wenn nicht, dann kann man anhand der Ergebnisse, die dieses Quiz, die man mit Wireshark rauskriegt, kann man ganz viel über ein Protokoll lernen. Von daher finde ich das ganz schön, dass wir einerseits zum Tüfteln und Überlegen anregen. Es gibt eben ein Trace-File, was man sich in Wireshark öffnet. Und andererseits dann auch wirklich ganz klar erzählen, so und so kommst du zu deinem Ergebnis. Und dann gibt es noch so ein paar Randerklärungen, Anspielungen auf diverse kleine Geschichten, was weiß ich, zum Beispiel die Funkuhr, die ganz Westeuropa versorgt und so. Mhm. Wireshark ist nach wie vor kostenlos, glaube ich. Ne, Wireshark oder? Ist gratis, genau, ja, gibt es für alle gängigen Plattformen, Windows, Mac OS X, Linux. Mhm. Ja, cool, das heißt, man lernt eine ganze Menge in dem Schwerpunkt und hat danach hoffentlich nicht nur sein WLAN, das hat man ja schon vorher im Griff gehabt, sondern jetzt auch die ganzen Kabelverbindungen wieder unter Kontrolle. Schön, sehr schön. Danke. Ja, gerne.